herzlich willkommen. Ich bin die Lu und ich mache heute Mangold mit Kartoffeln und einer veganen Soße Hollandaise. An Zutaten für das Rezept habe ich jetzt 10 Stangen Mangold und 400 Gramm Kartoffeln. Das sind natürlich die Hauptzutaten. Und jetzt komme ich zu den Zutaten von der veganen Soße Hollandaise. Dazu verwende ich den Saft von einer Zitrone, 200 Gramm Mandelsahne, wie ihr Mandelsahne selber machen könnt, das verlinke ich euch hier oben. Dann 60 Gramm Pflanzenmargarine, einen halben Teelöffel Kurkuma, ein Teelöffel Salz und etwas Pfeffer und 2 Teelöffel Senf. Bei dem Rezept schätze ich, dass es für ca. 3 Personen reicht, aber es ist ja auch nicht jeder gleich viel und das kann man natürlich ganz individuell noch anpassen. Als erstes nehme ich jetzt den Mangold und trenne das Blatt vom Stiel ab. Dabei achte ich darauf, dass ich noch mindestens ein Viertel vom Stiel dran lasse. Und schneide jetzt hier einfach das Blatt ab. Die Stiele gebe ich dann auf den Einlegeboden vom Varoma. Bei den Blättern schneide ich die nicht so schönen Stellen raus. Und da der Mangold aus dem eigenen Garten ist, gibt es da einige Stellen, die nicht so schön sind. Und die werfe ich dann einfach weg. Und das restliche Blatt schneide ich in circa 1 cm breite Streifen. Meine Kartoffeln und zerkleinere die. Also die großen werde ich wahrscheinlich achteln und die kleineren werde ich wahrscheinlich einfach nur vierteln oder halbieren. Und dann gebe ich die Kartoffeln in den Gareinsatz. Als nächstes gebe ich jetzt 500 ml Wasser in den Mixtopf. Und dann setze ich den Gareinsatz mit den Kartoffeln ein. Mach den Deckel drauf, entferne den kleinen Messbecher und dann kommt der Varoma oben drauf. Auf den kommt natürlich auch der Deckel. Und dann schalte ich den Thermomix 15 Minuten bei Varoma und Stufe 1 ein. Jetzt nehme ich den Gareinsatz runter und nimm den Einlegeboden raus. Und jetzt kommen die Blätter, die ich am Anfang zerkleinert habe, unten rein. Setz den Einlegeboden wieder oben drauf, mach den Deckel wieder drauf, setz den Gareinsatz, den Varoma, wieder oben drauf und schalte jetzt nochmal den Thermomix 10 Minuten bei Varoma und Stufe 1 ein. Jetzt nehme ich den Varoma runter und hole auch den Gareinsatz mit den Kartoffeln raus und stelle jetzt erstmal den Varoma und den Gareinsatz zur Seite. Und jetzt nehme ich mir erstmal das Wasser, was noch im Thermomix ist und schaue, wie viel Milliliter das noch sind, weil wir brauchen jetzt noch 300 Milliliter für die Soße. So viel hat eigentlich gar nicht mehr gefehlt, es waren jetzt noch 250 Milliliter, also habe ich nochmal 50 dazugegeben, jetzt sind es wieder 300. Und dann gebe ich das Wasser wieder zurück in den Mixtopf und zu dem Wasser gebe ich jetzt als erstes die Mandelsahne. Dann gebe ich die Gewürze und das Salz mit dazu und die Margarine kommt auch mit rein. Und jetzt hat der Thermomix noch eine Temperatur von 65 Grad, also das bedeutet, es braucht nicht so lange, bis es bei 100 Grad ist. Und deswegen schalte ich jetzt den Thermomix 4 Minuten bei 100 Grad und Stufe 2 ein. Jetzt gebe ich noch den Zitronensaft mit dazu und die 2 Teelöffel Senf. Und jetzt schalte ich den Thermomix nochmal 30 Sekunden bei Stufe 10 ein. Im Thermomix jetzt doch schon etwas abgekühlt sein sollte oder ihr einfach so viel neues Wasser dazugeben müsst,
dass es dadurch einfach kälter wird. Dann verlängert ihr einfach die Kochzeit nochmal. Also ich würde es dann wahrscheinlich auf 6 Minuten verlängern und nicht nur 4 Minuten machen. Aber das seht ihr ja, ob die 100 Grad erreicht wurden, und es sollte ungefähr 1,5 Minuten kochen und dann ist die Soße fertig. Das Rezept zum ganzen Menü findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen möchtet, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Wenn ihr noch mehr von mir sehen möchtet, dann schaut mal hier bei mir bei Instagram vorbei. Dort heiße ich auch Lulu Georgine, genau wie bei YouTube, nur dass alles zusammengeschrieben wird. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann dürft ihr es natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!